Hallo, willkommen zum neuen Video der Linux Server Administrations Tutorial Reihe. Und im heutigen Video werden wir schauen, dass unser Client hier eine IP-Adresse bekommt, weil wenn wir uns mal ansehen, hier im Terminal IPA, um uns die IPs anzuzeigen, unser Localhost hat logischerweise eine IP, wäre auch seltsam, wenn nicht. Aber unser Netzwerkinterface, mit dem wir in unserem Netzwerk hängen, hat keine. Das wollen wir natürlich ändern. Wir können natürlich nicht erwarten, dass sich jeder Client in unserem Netzwerk eine statische IP einrichtet, beziehungsweise können wir das gar nicht, weil das wäre einerseits sehr aufwendig. Zusätzlich könnte man nicht davon ausgehen, dass sich jeder eine Adresse nimmt, die noch nicht im Netzwerk verfügbar ist, weil dann müsste sich jeder in einem Netzwerk absprechen, was bei kleinen Netzwerken möglich wäre, bei größeren aber sehr unübersichtlich ist. Und deswegen holen wir uns einen sogenannten DHCP-Server. DHCP steht hierbei für Dynamic Host Configuration Protocol und ja, ist auch bei so ziemlich jedem bzw. jedem Multifunktionsgerät, welches ihr bei eurem Provider bekommt, eingebaut. Wäre ja auch irgendwie logisch, weil ihr habt noch nie eine IP statisch eintragen müssen. Ihr habt von eurem Router bzw. Multifunktionsgerät auch immer eine IP-Adresse bekommen, weil darauf ein DHCP-Server läuft. Ich werde mich erstmal kurz als Root einloggen. Es ist natürlich nicht unbedingt empfohlen, dauerhaft mit Root rumzulaufen, deswegen ist das erste, was ich mache, sudo zu installieren. Ist in meinem Fall schon installiert, also kann ich einfach sudo eingeben, sudo-s. In dem Fall, ich bin nicht in der sudo-Datei, ist auch relativ egal. Weil ich sowieso für dieses Tutorial nur in Root sein werde, einfach der Bequemlichkeit halber, aber für Production würde ich es euch nicht empfehlen, weil jeder falsche Befehl kann tödlich sein. Dazu, um unseren DHCP-Server zu installieren, geben wir erstmal ein apt-install, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein apt-update, aber ich habe das vorher schon eingegeben, apt-install isc-dhcp-server. Das ist das Paket, was wir installieren wollen. Das ist der DHCP-Server, den ich jetzt nutzen möchte. Und den werden wir im Laufe der Tutorial-Reihe noch ein paar Mal nutzen. Und wir sehen, er startet nicht, logischerweise, wir haben auch noch keine Konfiguration. Wir gehen in etc, dhcp und gehen in die dhcpd.conf. Und haben hier erstmal ein paar DNL, ein paar Möglichkeiten von den Domain-Name, den Domain-Name-Servers, der Default-Lease-Time, der Max-Lease-Time. Das bedeutet, also die Lease-Time ist einfach nur, wie lange wird eine IP für ein gewisses Gerät reserviert. Also ein Gerät fragt beim DHCP-Server an, hey, kriege ich eine IP-Adresse? Der Server sagt, ja, für so und so lange kriegst du die. Und sollte die Zeit aus sein und du bist nicht mehr da, wird die Adresse neu vergeben. Und ja, der Rechner fragt natürlich auch nach der Hälfte und nach, ich weiß nicht mehr, wann der genau das zweite Mal nachfragt. Auf jeden Fall, der fragt ab und zu mal nach und schaut, ist noch ein Server verfügbar.
Wäre ja auch blöd, wenn wir auf einmal ohne IP-Adresse dastehen. Ah, weil sonst könnten wir überhaupt nicht mehr mit anderen Geräten kommunizieren. Gut. Ja, wir wollen aber natürlich jetzt erstmal nur einen Server konfigurieren, also einen DHCP-Server konfigurieren. Dazu haben wir hier schon mal ein paar Beispielkonfigurationen. Da werden wir auch direkt eine nutzen. Und zwar diese hier. So. Die Routers werden wir. Na, wobei, doch, machen wir mal. Und zwar können wir hier eingeben eine 1.2.1.6.8.0. Und als Netzmaske machen wir 255, 255, 255, 0. Und die Range ist von 192.168.0.2, weil die 1er haben wir ja schon vergeben. Ups, nein, 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 stopp. Bis zu 192.168.0.255. Nehmen wir mal 30. Als Router geben wir unseren Server an. Also 01. So. Und schauen wir mal, ob ich eh keine falsche Adresse eingegeben habe. Perfekt. Gut. Als nächstes müssen wir natürlich noch eintragen, auf welchem Netzinterface wird das Ganze übertragen. Dazu gehen wir in etc default und hier gibt es eine ISC-DHCP-Server-File, die werden wir bearbeiten. Interface, ich muss erst mal kurz schauen, welches Interface wir hier überhaupt haben. Kopieren. So. Und das fügen wir hier ein. Das wollte ich nicht. Ich mache mir noch ein Terminal auf. Kopiere mir das Ganze hier rein, dass ich das im Auge habe. EN P0S8. So, jetzt haben wir ein Interface angegeben für den Server, also auf welchem Interface sollen IPs verschickt werden. Und nun machen wir systemctl. ISC-DHCP-Server Restart. Ja gut. DHCPD. Service Restart. ISC DHCP Server. Ja, okay, war doch ISC DHCP Server. Und ja, systemctl Status ISC DHCP Server und es läuft und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, ob das Ganze funktioniert hat. Also holen wir uns den Client her. Wir sehen schon mal, hier wird nicht mehr gesucht. Und wir geben wieder IPA ein und wir sehen, wir kriegen unsere IP-Adresse. Perfekt. Das heißt, unsere Konfiguration funktioniert. Und ja,
Ich würde sagen, viel Spaß beim nächsten Video. Ich hoffe, ich konnte euch was beibringen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, zum Beispiel wie DHCP genau funktioniert, was noch in einer anderen Serie kommen wird, aber solltet ihr es jetzt wissen wollen, weil es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare bzw. schreibt mir auf Discord. Ich werde es versuchen, euch dann so gut es geht zu erklären. Und ja, viel Spaß beim nächsten Video.